Guten Abend beim Medienmagazin ZAPP. Reklame. Schalten Sie da auch immer ab oder überlesen Werbeanzeigen einfach? Für Unternehmen ist das bedauerlich. Schließlich wollen die Ihnen was verkaufen und finden dafür auch tatsächlich immer wieder Mittel und Wege. Einer führt direkt in die Redaktion. Eigentlich sollen PR und journalistische Inhalte dort streng getrennt werden. Doch das ist nicht immer der Fall. Anne Ruprecht über gekaufte Inhalte und journalistische Mogelpackungen. Er hat aufgedeckt, was eigentlich kein Zeitungsleser erfahren soll. Der Taz-Redakteur Sebastian Heiser hat ein heimliches Geschäft offengelegt. Seine verdeckten Aufnahmen zeigen, wie bereitwillig sich manche Zeitung kaufen lässt. Im Prinzip sind wir für alles offen. Wenn Sie heute mit dem Thema kommen, Solarenergie, dann machen wir halt nächste Woche das Thema Solarenergie. Um herauszufinden, wie leicht es ist, verdeckte Werbung zu platzieren, hat sich der Journalist eine neue Identität zugelegt. Mit Coram Publico, einer fiktiven PR-Agentur, mit einer eigenen Homepage, einem Sekretariatsservice, einer Briefkastenadresse und Visitenkarten wurde aus Sebastian Heiser der PR-Vertreter Tobias Kaiser. Ich hatte die Vermutung oder den Verdacht, dass das, was man offiziell dazu hört, nicht das ist, was da wirklich passiert. Und deswegen habe ich das als verdeckte Recherche angelegt. Wenn man Chefredakteure fragt, ob es Schleichwerbung gibt in ihren Häusern, dann sagen die immer, nein, das gibt es bei uns nicht. Gleichzeitig hört man aber immer wieder in der Branche von solchen Fällen. Und ich wollte mal herausfinden, was es damit nun auf sich hat. In den folgenden Monaten besucht er die Anzeigenabteilung großer Zeitungen. Die Zeit, Frankfurter Rundschau, Bild, Spiegel, Neues Deutschland und Handelsblatt. Aber auch bei kleinen Blättern wird er vorstellig und macht den Anzeigenabteilungen unmoralische, sogar illegale Angebote. Beim Watz Verlag ist man gut auf den Besuch des angeblich neuen Werbekunden vorbereitet. Wir entwickeln Ideen für unsere Kunden, wie sie in eine spezielle Sonderwerbeform hineinkommen. Der Mitarbeiter präsentiert einen ganzen Katalog von Sonderwerbeformen. Hier bleibt kaum ein Werbewunsch offen. Telefonexperten für mindestens 4.680 Euro, sogar ein Autotitelbild inklusive Hinweis ist käuflich. Und darüber steht nicht wie vom Gesetz gefordert Anzeige, sondern nur Verlagssonderveröffentlichung. Ob Werbung oder redaktioneller Inhalt, für den Leser bleibt es unklar. Für Juristen Schleichwerbung. Und dann reicht es natürlich nicht aus, dass oben irgendwie in der Oberzeile versteckt in kleinerer Schriftgröße das Merkmal Anzeige oder Sonderanzeige des Blattes XY auftaucht. Der Anzeigencharakter muss auf den ersten Blick dem Leser, der Leserin erkennbar sein. Wenn dies nicht der Fall ist, liegt ein Verstoß gegen das Presserecht vor. Auch die renommierte Zeit ist offen für die Interessen des potenziellen Kunden. Heiser hat auch hier einen Termin in der Anzeigenabteilung. Er möchte PR-Seiten für christliche Stiftungen schalten. Der Mitarbeiter des Verlages weiß Rat und präsentiert die Zeit Stiftungssonderseiten. Das ist ja ein thematisches Umfeld, das wir schaffen für unsere Anzeigenkunden. Die Stiftungssonderseiten der Zeit, sie sehen den regulären Seiten zum Verwechseln ähnlich. Nur oben steht Anzeigenspezial des Zeitverlags. So klein, dass es allzu leicht übersehen werden kann vom Leser. Und genau damit wirbt die Zeit. In den Verkaufsunterlagen heißt es, sie unterstützen damit hervorragend ihre Öffentlichkeitsarbeit, ohne dabei einen werbenden Charakter zu haben. Das ist genau das, was ein professionelles Blatt nicht machen darf. Es gilt eben, auseinanderzuhalten. Ist es eine redaktionelle Leistung des Blattes oder ist es eine redaktionelle Leistung des Werbetreibenden? Wenn man also schon wirbt mit der Vermengung dieser beiden Prinzipien und selbst schon das Trennungsgebot schleift, dann ist das zumindest berufsethisch zu beanstanden. Und auch die sozialistische Zeitung Neues Deutschland ist nach den Recherchen Heisers geradezu käuflich. Im Gespräch wirbt die Verlagsmitarbeiterin schamlos mit dem Vertrauen der Leser. Die Leserschaft ist dem Neuen Deutschland derartig verbunden, dass das für den Kunden ein Vorteil ist. Der Leser weiß dann nämlich, das kann nur gut sein, wenn das vom Neuen Deutschland kommt.
Also das ist eine Erfahrung. Die lesen das Neue Deutschland wie die Bibel. Das Neue Deutschland als Bibel. Ganz unkompliziert, wenn es darum geht, redaktionelle Inhalte zu verkaufen. Für einen kleinen Produktionskostenzuschuss gibt es eine ganze Werbeseite zum Thema Leben im Altersheim. Und nicht nur das. Also, ich krieg das hier besser durch, wenn Sie sagen, dass die Texte und Bilder geliefert werden. Da freuen sich die Redakteure, weil sie das nicht selber schreiben müssen. So simpel ist das. Aber das ist es auch nicht nur, sondern die fangen eben vielleicht auch noch an zu meckern und sagen, darüber wollte ich jetzt aber gerade nicht schreiben. Ein sehr eigenartiges Völkchen. Ja, ich sag ja, sind ja Künstler. Und eine Seite wie diese ist billiger als eine normale Anzeige. Für den Betrug am Leser gibt's Rabatt. Ja, mich hat schon erstaunt, dass ich da sehr, sehr offen alle möglichen Angebote bekommen habe. Und mir, der ich da als Mitarbeiter einer Werbeagentur, die sie nicht kannten, angekommen bin, gleich den Einfluss auf alle möglichen Seiten verkauft haben. Und ich frage mich natürlich, wenn sie das solche Angebote mir machen, was läuft dann erst mit den Unternehmen, die da zu den langjährigen Kunden zählen? Was noch alles möglich ist, erfährt der Taz-Journalist bei der Frankfurter Rundschau. Ein Mitarbeiter der Anzeigenabteilung plaudert bereitwillig gegenüber dem fiktiven Kunden. Bei diesem Magazin gibt es eben auch die Möglichkeit, das ganze Magazin im Prinzip auch, wie sagt man so schön, zu kaufen, in Anführungsstrichen. Also das hier ist ein richtig großes Paket, was wir einfach mit dem ägyptischen Fremdenverkehrsamt abgeschlossen haben. Also da sind alle Möglichkeiten da. Und alle Möglichkeiten sehen so aus. Die Artikel in dem Magazin sind nirgends als Werbung oder Anzeige gekennzeichnet. Doch Heiser möchte eine Seite in der regulären Zeitung kaufen und behauptet, österreichische Banken wollten unauffällig für Geldanlagen im Nachbarland werben. Kaum verhohlene Tipps zur Steuerhinterziehung. Für den Verlag offensichtlich kein Tabu. Das ist grundsätzlich kein Problem. Kurze Zeit später erhält Sebastian Heiser das Angebot per Post, inklusive Vorschlag zum Seitenlayout. Nur ganz klein oben soll stehen, Anzeigen Sonderveröffentlichung. Das ist, wenn er Schule machte, die Preisgabe des kritischen Journalismus und wenn man es salopp formulieren möchte, der Ausverkauf des Pressebereichs. Die Verlage, sie stehen unter permanentem Druck. Der Kampf um Anzeigen ist ein brutales Geschäft, bei dem Prinzipien über Bord geworfen werden. Doch diese Rechnung ein Dilemma. Das ist nicht im Interesse der Presse, das ist auch nicht im ökonomischen Interesse der Presse. Der Leser möchte den unabhängigen Journalismus und deswegen legt auch der Leser sehr viel Wert darauf, dass diese beiden Bereiche klar und deutlich voneinander getrennt sind. Wenn das ein Blatt nicht macht, wird es dauerhaft keinen Erfolg bei den Lesern haben. Und viele Zeitungen wissen das und pflegen es. Bei ihnen ist Sebastian Heiser mit seinen Sonderwünschen abgeblitzt. Sie hatten kein Interesse an seinen Geschäften. Bild, Spiegel und Handelsblatt. Ein absolutes No-Go. Darunter leidet die Glaubwürdigkeit des Blattes. Also, unsere Redaktion ist komplett unabhängig, wirtschaftlich unabhängig. Da haben wir keinen Einfluss drauf, was ich auch gut finde, denn das garantiert dem Leser ja auch die Qualität. Also mal für Ihre Klienten. Das Handelsblatt steht ja für eine absolute Glaubwürdigkeit. Ich kann einfach nur sagen, wenn das so bleiben soll und wenn der Anzeigenkunde von der Marke Handelsblatt profitieren will, von der Glaubwürdigkeit, da macht es doch keinen Sinn, wenn ich hingehe und das unterwandere. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich bei einigen alle meine Forderungen abgewiesen wurde und ich zum Teil mir eine echte Gardinenpredigt anhören musste. Sowas könne ja wohl nicht sein und man verkaufe grundsätzlich keinen Einfluss. Da schade damit der Glaubwürdigkeit und das gäbe es hier alles nicht. Und da habe ich mir gedacht, ja, so sollte es laufen. Auf ZAP-Anfrage haben die Frankfurter Rundschau und das Neue Deutschland erklärt, dass die Taz-Recherchen gar nicht zutreffen. Das Neue Deutschland will dennoch die Einhaltung aller Richtlinien erneut überprüfen. Die Frankfurter Rundschau will weiterhin mit größter Sorgfalt redaktionelle Inhalte von Anzeigen trennen. Die WAZ gibt sich dankbar, kündigt Korrekturen an und will künftig ihre PR-Seiten klar als Anzeige kennzeichnen. Und auch der Zeitverlag will sehr genau darauf achten, dass Anzeigenspeziale als Werbung erkennbar sind.
Sebastian Heisers Undercover-Recherche. Sie hat nicht nur etwas aufgedeckt, sondern sogar etwas bewegt. Diese Recherche hat der Taz übrigens nicht nur Anerkennung, sondern auch Fragen eingebracht. Wie hält sie es eigentlich selbst mit der Unabhängigkeit? Anzeigen und Redaktion sind strikt voneinander getrennt. Das hat uns die Chefredakteurin Ines Pohl heute mitgeteilt. Die Antworten aller Verlage auf die ZAP-Anfragen können Sie auf unserer Homepage nachlesen.